herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe euch ein neues Projekt mitgebracht und ich freue mich mega, dass ich jetzt hier ja wieder mal so ein schönes Vintage Journal machen kann, was ja einen edlen Anstrich bekommen soll und darf. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr Menschen habt, die haben ein paar Bonnie-Haare fliegen. Bonnie, die bastelt mich auch manchmal mit und hat dummerweise weißes Fell. Ja. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die ihr beschenken wollt, die ein sehr hohes ästhetisches Auge haben, also einen guten Blick für Ästhetik und man sieht, wie sie sich einrichten oder wie viel Spaß sie daran haben, etwas wirklich schön zu machen. Und dann ist natürlich die Herausforderung, ein Büchlein als kleine Überraschung zu machen. Recht groß, weil, also so richtig junkig, okay, aber junkig mit Stil, das ist was einen schon mal herausfordern kann. Spaß macht's auf jeden Fall. Und zwar habe ich dieses Buchcover hier mir schon geschnappt, ne? Und ich habe ein paar Kommentare auf YouTube bekommen, wo sich Menschen wünschen, dass ich ein bisschen mehr erkläre und ein bisschen mehr zeige, wie ich was mache. Ich habe mir allerdings gedacht, dass ich nicht jeden einzelnen Arbeitsschritt hier im Detail irgendwie mit euch durchgehe. Ich habe schon mal was vorbereitet. So, und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich vorbereitet habe. Ihr wisst jetzt, es wird sich um ein ästhetisch feines Vintage-Journal handeln, was es hier werden soll. Und ich habe hier ein Kinderbuch ausgeschlachtet, was schon echt ein bisschen ramponiert war und dessen Geschichte ich jetzt irgendwie mal ein bisschen unspannend fand. So, also das heißt, dieses Buchcover durfte ich hier einfach auch gerne jetzt einen neuen Weg antreten. Es war, hat auch nicht die schönsten irgendwie gezeichneten Bilder, also ist nicht so mein Stil. Dementsprechend, das Cover ist stabil und fein. Wichtig für mich ist hier, dass der Rücken wirklich auch einen stabilen Eindruck macht, damit ich hier die Signatur noch einbinden kann. So, fangen wir mal an. Was soll es denn werden? Also, ich habe vorbereitet, ich will eine Bindung machen, die man sieht, mit dieser gewachsenen Schmuckkordel. Das heißt, hier haben wir dann so ein Hellbraun mit drin. Was dazu sehr gut passt, ist das Vintage-Foto. Das werde ich viel zum Distressen benutzen. Dann habe ich hier noch so ein bisschen was vorbereitet. Meine Vorbereitungskiste. Ich gucke mal eben, ob ihr alles gut sehen könnt. Ja, sieht ganz gut aus. Und zwar möchte ich einen Verschluss machen mit dem, diesem wolligen, Garn ist es ja nicht, ist es ja echt Wolle. So einen Verschluss machen, der einfach so ein bisschen den Pastellton von dem Rand abgibt. Ich möchte hier ein Filigree noch mit auf der Rückseite nutzen. Ich möchte hier ein Label einfügen. Aber ich möchte auch diesen Schlüssel, und da bin ich mal gespannt, ob ich dieses wollige Stück durch diesen Schlüssel kriege, mit als Verschluss nutzen, mit Schepper, das war bestimmt laut für euch, mit dieser Öse, also dass man quasi mit der Öse beginnt. Und das alles muss ich gleich vorbereiten, damit das auch was wird. So, ich habe mir noch Buchecken bereitgelegt, muss allerdings sagen, ich bin noch nicht so ganz entschieden. Also ich glaube, ich nehme die hier, auch wenn mir die hier mit den Verzierungen auch sehr gut gefallen. Also momentan schwingt meine Tendenz auf jeden Fall zu den geschwungenen. Und ich möchte ein abnehmbares Dingeldangel in Form von einem Lesezeichen machen. Die meisten Teile hiervon habe ich bei Funkelkram gekauft. Diese großen Buchecken nicht, die habe ich woanders gefunden. Und auch den Labelhalter, den habe ich vor Urzeiten mal im 50er-Pack oder so gekauft, ich weiß es nicht. Genau. So, los geht's damit. Ich habe mir ein Stamperia-Papier geschnappt. Ich glaube, das war das Precious. Und ich möchte, also ich habe es mir schon mal vorgeschnitten, ne? Also Leute, ich will euch jetzt nicht jeden einzelnen Schnipselschritt erzählen. Ich habe hier so eine Konturenschere genommen und habe Papier ausgeschnitten. Kriegt ihr hin. Ich habe ein Buchcover genommen und habe rundherum einen Seidenschal zerlegt und für die Ränder und für die Mitte genommen. Hier hatte ich das Glück, dass ich den Buchrücken nicht verstärken musste, weil dieses Cover schon wirklich, also ihr hört es, meine Nägel,
Es ist echt stabil und auch der Buchrücken ist sehr stabil. Das heißt, ich musste nur hier so ein bisschen wieder weich machen, nachdem ich das alles gut geklebt habe. Wichtig ist, wenn ihr sowas klebt, klebt den Stoff vollflächig, sonst habt ihr nicht Luftblasen oder Wellen darunter. Das ist nicht so schön. Gut, das habe ich vorbereitet, ohne euch. Oh Gott, oh Gott. Ihr könnt es aber euch vorstellen, ich bin mir ziemlich sicher. Dann habe ich das Papier zugeschnitten, sodass ich das dann hier drüber kleben kann. Das heißt, von dem Stoff werden echt nur die Kanten und der Rücken sichtbar sein. So habe ich mir das gedacht. Rückseite gleiches Spiel. Und die hier sind für die Innenseiten. So, aber bevor die Innenseiten einziehen können, das ist nämlich das Zeug für die Innenseiten hier, bevor die Innenseiten einziehen können, muss ich das Cover außen fertig haben, weil ich nämlich hier diese Klammern durchsteche und auf der anderen Seite so platt lege, ne? Und da muss dann die Innenseite drüber. Genauso die Brads für den Labelhalter. So, also meine Idee ist, dass, also jetzt erstmal ganz grob gesprochen, weil wir müssen natürlich erstmal das Cover ankleben, dass wir hier so einen Lappen von einem Jute nehmen. Den mache ich noch kleiner. Also hier werde ich jetzt hier noch so die Fäden abfetzen, sage ich mal. Also ihr kennt das Spiel hier. Jute so ein bisschen ausfransen und so ein bisschen dann reißen und fetzen. Dann ein Stück von dem Innencover als Thema wieder hier drauf packen. Und auch ein so ein Glanzbildchen. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich habe gerade so ein Glanzbildchen-Tick. Das ging nicht anders. I'm sorry. Irgendwie, dass das so ein bisschen, ja, dass das Bild, also ich weiß nicht, irgendwie will ich das so ein bisschen, alles so ein bisschen wüst elegant, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hatte schon überlegt, ob ich noch ein Stückchen Seidenstoff vielleicht dazwischen setze von dem roten. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da gucke ich gleich mal, ob ich noch einen Fetzen habe, dass man hier vielleicht noch so einen Streifen Seide macht. Und dann kommt noch ein bisschen Spruch drauf. Gucken, wie ich den klebe. Ja. Und der Labelhalter kommt dann. Gucken, also irgendwie entweder mache ich das hier oben in die Ecke oder hier unten in die Ecke. Ihr kriegt jetzt einfach live und in Farbe meine Überlegungen mit. Eigentlich, so, also jetzt mal so von meinem ästhetischen Empfinden mache ich immer ganz gerne den hier oben in die Ecke, bisschen schräg. Dann hieß es aber auch für mich, dass ich hier dieses Jute-Gedöns ein bisschen anders anschrägen muss. Und ja, vielleicht auch hier ein Stückchen von dem Stoff noch drunter packen. Wichtig ist mir auch, dass ich den Spruch dann noch runterkriegen kann. Und natürlich, das Ding ist, ich muss ja das Band irgendwie festmachen. Ich will jetzt den beiden hier nicht den Kopf abschnüren, ne? Also ich würde jetzt hier den Halter drüber machen. Da so. Und bis dahin könnte das Jute-Gedöns gehen. Dann würde ich aber das Band, das kommt ja dann hier rüber. Ja, das ginge fast. Das heißt, ich wäre überhalb deren Köpfen. Ich habe das noch so ein bisschen runter organisiert, das hier so ein bisschen in die Mitte rücke. Das gefällt mir also vom Ambiente ganz gut. Natürlich, das Ding wird noch kleiner, ne? Also das hier wird noch gefetzt und gezogen. Dass das ein bisschen mehr vintagig aussieht. Ich kenne das vintagig. So, aber im Großen und Ganzen ist der erste Part. Erstmal die Coverseiten vor und Rückseite bekleben. Das Filigree soll auf die Rückseite, also stellt euch das so vor, Rückseite, Filigree und dann auch so ein bisschen irgendwie so ein Stofffetzen darunter. Vielleicht auch noch was von dem anderen. Guck ich mal, das habe ich doch neben den Schreibtisch gelegt. Ja, guck mal, diesen wunderschönen, wunderschönen Seiden-Gedönsrad. Aber hier müsste ich auf jeden Fall irgendwie ein Stück davon fetzen. Also das kann ich nicht so mit diesem Zickzack machen. Das geht nicht. Gucken, ob ich das überhaupt fetzen kann. So. Also wir befinden uns, liebe Leute, oh, okay, es lässt sich nur in die Richtung fetzen, alles klar. Es ist ja einfach, Stoff ist ja, ach Gottes Willen, Seide ist echt kompliziert, Leute. Seide ist echt kompliziert. Also super geiler Stoff. Ich liebe den. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich den Schal irgendwie selber trage. Ich hatte den nämlich geschenkt bekommen. Hatte dann aber gesagt, eigentlich geil für ein Journal.
Tja. Ich weiß nicht, wie happy ich jetzt damit bin. Zum Stück. Kann man das hier irgendwie verollen? Gibt's das Wort? Da ist eine Kante, die muss auf jeden Fall ab. Ja, also ihr seid quasi jetzt mitten in meinem Denkprozess drin. Also kann man gut finden oder nicht. Wenn nicht, nehme ich euch nicht übel. Das ist klarer Fall. Ah, guck mal an, jetzt wird das hier was. So, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr so irgendwie noch so ein Highlight setzen wollt. Das sieht aus wie so eine kleine Nudel. Irgendwie so. Oben die Kante ist mir noch ein bisschen zu gerade. Okay. Ja, so ein Mini-Stück Stoff auf Ultramär. Großartig. Willkommen in meiner Welt. Okay, also ich glaube, das ist so ungefähr. Vielleicht könnte ich dann noch so eine halbe Perle oder sowas draufsetzen. Das wird schon gut aussehen. Ja, sowas kann ich mir dann später noch überlegen. So Mini-Teile. Wichtig ist mir erstmal, dass ich, sag mal, die Grundlage zusammenbaue, damit ich das Innenleben auch bauen kann und muss auch noch Löcher stechen für, oder stanzen, für die Bindung. So, das will ich nämlich als erstes tun, bevor ich hier irgendwas aufklebe, erstmal die Löcher stanzen, dann zeige ich euch, wie ich das mache, wie ich das hinkriege. Und tatsächlich steche ich erst oder stanze ich erst die Löcher für das Cover und danach baue ich meine Signaturen zusammen, jedenfalls diesmal. Ich habe das auch schon andersrum gemacht, muss aber sagen, ja, irgendwie mache ich immer gerne das Cover zuerst und weiß dann, was ich reinpacke. Ja, also wie gesagt, ich habe es umgekehrt auch schon gemacht. Das hat auch funktioniert und mich nicht in den Wahnsinn getrieben. Na, irgendwie macht mir das so besser Spaß, genau. Recht. Ist recht, ich habe mein kommunikatives Geschick heute im Bett gelassen. So, und jetzt habe ich noch einen zweiten Fetzen hier für die Rückseite. Da wollte ich auch so ein Stückchen. Du darfst erstmal wieder gehen. Ein bisschen rumfetzen hier. Aber dann haben wir das nämlich vorbereitet. So, ich weiß noch gar nicht, wie lange dieses Video geht. Ob ich so mal die Vorbereitung mit euch mache. Wenn ich anfange zu kleben, dann packe ich euch das auf jeden Fall in eine schnelle Version mit Mucke. Ihr müsst mir jetzt nicht bei jedem Klebearbeitsschritt zuschauen. Nur solange ich euch hier ein bisschen was erzählen kann zu meinen Überlegungen zu Anfang, tue ich das doch. So, was hier bei so einem Stoff hilft, ist zum einfach senkrecht reinschneiden. Dann kann man nämlich manchmal kleine Fetzabschnitte anfangen. Man darf nicht zu gerade und nicht zu tief sein. Das hat man sich gerade selbst irgendwie verarscht. So. Fetzen wir mal. Das ist ein ganzes Stück gefetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr von meinem Gefetze und Gefranse und Gedönse hier seht. Und wenn man dann schräg mal reinschneidet, dann kriegt man auch so ein bisschen was Unruhiges rein, weil ich habe es jetzt sehr gerade geschnitten. Ne? Ich habe jetzt ein sehr rechteckiges Stück geschnitten. Aber wenn man hier so ein bisschen dann rumfetzt, dann wird das echt wie so ein wirklich olles Stück Seide. Es bleibt Seide, aber es ist oll. Oll ist Vintage und Vintage ist schick. So, weil das würde ich jetzt nämlich tatsächlich hier so, also dass das hier so über sich vielleicht so überschlägt oder überlappt. Lass ein bisschen abwuseln und tüdeln und machen und tun.
Sowieso. So gefällt mir das eigentlich ganz gut. Hier nehmen wir mal ein bisschen was weg. Da auch. Also diese Jute ist recht filigran, ich jetzt nicht sagen, aber sehr leicht gewoben und nicht null geklebt. Das heißt, hier muss man gar nichts auffetzen. Hier ist einfach. Sind die einfach ganz locker gewoben. Also man kann das auch super schnell dann verziehen. Das heißt auch, ich kann jetzt hier so ein bisschen Lücke reinziehen. Seht ihr das? Und einfach so ein bisschen das Ganze so auseinander äumeln. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. So, dass das wirklich so richtig schön fetzig aussieht. Also, zack. Muss ich mal an die Brautprinzessin denken. Fetzig. Der eine hält. Ja, gut. So hatte ich mir das jetzt hier so vorgestellt. Was sagt ihr dazu? Das ist doch an sich ein ganz guter Plan, oder? So, jetzt legen wir hier unsere, also den großen, könnte ich eigentlich auch, wenn ihr hier schon dabei seid, na, dann mache ich auch hier jetzt den großen Fetz. Jetzt lege ich erstmal den Klumpatsch hier so ein bisschen zur Seite. Ihr wundert euch bestimmt, warum der weiße Stift hier so rumoxidiert. Das werdet ihr gleich erfahren. So, ich weiß auch noch, weil eigentlich ist das ja sehr cool, ne? Also vielleicht kann man damit irgendwelche Cluster machen. Ich hebe mir die auf. So, auf jeden Fall hier ohne den seidenen Fussel. Ich habe da schon wieder Ideen. Nun gut, nun gut. Nun gut, nun gut. Ich habe auch tatsächlich mal überlegt, ob ich hier auch ein paar Videos mal auf Englisch mache. Ich glaube allerdings, dass ich dann nicht so rätselig wäre, also, oder sehr überlegt bei meinen Aussagen. Weiß nicht, was sagt ihr dazu? Also, jetzt sag mal so Englisch reden an sich kein Problem. Nur, wenn ich hier so vor mich hin erzähle, dann könnte das auf Englisch natürlich, dadurch, dass ich nicht Native Speaker bin, ein bisschen anders ausfallen. Sag mal grundsätzlich des Englischen mächtig, aber, wenn da nicht mal so ein Aber wäre, ne? Nee, aber, gut. Aber ist ein blödes Wort, das sollte ich erstmal Wortschatz rausschmeißen. Ich weiß nicht. Ich fühle mich zwar im Englischen an und fühle sich sehr wohl. Jetzt kommt wieder das Aber, hört dazu. Wenn ich hier so Sachen erzähle, so einfach aus dem Leben oder was mich gerade hier so bewegt und berührt oder was ich mir jetzt hier bei solchen krassen Fettaktionen denke, dann könnte das im Englischen natürlich ein bisschen schmaler ausfallen, ne? Ist klar. So als nicht Native Speaker. Ja. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Ob ich das dann umsetze, ist eine andere Sache, aber interessieren würde es mich. Ich weiß auch gar nicht, wie viele englische Zuhörer, Zuschauer wirklich auf die deutschen Videos kommen. Im Endeffekt ist es halt sehr gelabelt oder sehr, na, sag ich mal, zu Hause in dem deutschen Umfeld, ne? Und ich glaube auch bei YouTube wirst du dann eher im deutschen Umfeld aufgerufen oder empfohlen. Ich weiß nicht, da habe ich nicht so viel Erfahrung. Dementsprechend, also ernsthaft, mich interessiert eure Meinung hier. Weil, also, warum macht man YouTube-Videos? Einmal, weil es Bock bringt. Also, basteln an sich macht Spaß. So, und ich würde auch basteln, wenn ich euch jetzt nicht voll quatschen würde. Aber festgestellt, dass es einen großen Bedarf gibt an, hey, zeig mal, wie du bastelst und erzähl mir mal, was du dafür Gedanken hast. Ist schon mal schön. Nur, es ist natürlich auch so, hey, ich freue mich auch total, wenn ich hier ein bisschen Reichweite bekomme. Ne? Und wenn es euch Spaß macht, meine Videos zu gucken, da freue ich mich einen Keks. Was dann aber auch wiederum so Gedanken aufwirft von, würden englischsprachige Abonnenten sich zu mir verirren. Ja, weil das ist natürlich, also
geht einem nicht so leicht von der Hand wie die eigene Muttersprache, jetzt ein englischsprachiges Video hier rauszuhauen. Dementsprechend ist echt die Frage, so bringt es was? Also bringt es euch was? Bringt es den englischen Zuschauern was, wenn ich jetzt hier ein englisches Video raushaue? Ja. Wie gesagt, solche Gedanken kommen ja dann und wann, wenn ich Spaß an Englisch habe. Es ist trotzdem natürlich und ganz klarer Fall anstrengender, als wenn ich euch jetzt ein deutsches Video kredenze hier. So, jetzt mache ich mal selber Schatten. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch seht. Also mein Ziel ist, dass die Jute jetzt nicht über das Tempera-Papier hinausgeht. Ich habe übrigens für die Coverseiten hier, darf ich euch mal zeigen, Cover und Innencover habe ich die Außenseiten des Blocks benutzt. Die sind ja auch in jeweils mit einer Schicht Designpapier versehen. Ist denn hier mit eigentlich? So. Und dadurch, dass man die eh flächig aufklebt, ist es voll egal, ob auf der Rückseite irgendein Scheiß steht. So, also hier hätte ich nämlich die Schließe. Da habe ich dieses. Ein bisschen kürzen hier, weil ich möchte nicht, dass das aufs Buch, vom Buchrücken rüberkommt. Da möchte ich nämlich ganz dringend, dass es wegbleibt. So, also hier. Ich möchte nicht über die Kante rüber. Ich möchte die Kante hier fein und sauber haben. Soll so liegen. Es darf dran kommen, aber nicht drüber. So. Jetzt kommen wir mal kurz zu dem Ensemble. Da habe ich das Loch. So, hier oben. Okay, wir müssen die richtige Seite nehmen. Die zerfetzte. So. So wäre das dann von dem Ausdruck her. So, du bist hier auch ein bisschen drüber, Freund. Ich kürze ich jetzt hier auch mal ein bisschen ein. Ich muss meine Schere mal wieder meinem liebsten Mann geben, dass er mir die mal wieder ein bisschen schärft. Hier ist übrigens der Haushalt der scharfen Gegenstände. Also auch so die Küchenmesser und so, die machen echt Hü. So, jetzt bin ich allerdings so, dass ich, wenn ich hier den Verschluss hinmache, dann packe ich den beiden das irgendwie über den Schädel. Eigentlich wollte ich den schön mittig machen. So, und so kommt hier noch Text hin. Und zwar so, ja. Das werdet ihr auch gleich miterleben. Ich guck mal eben, wie lang mein Video schon ist. Steht das denn da? Ja, 10 Minuten. Sehr schön. Können wir weitermachen. Weil ich wollte euch jetzt hier nicht 2 Stunden vollquatschen. Das wäre irgendwie sehr ungünstig. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also, ich fände das schon ein bisschen too much. Too much. So, ein bisschen too much, genau. Aber ich glaube, ich mache das trotzdem. So, und da oben kommt dann ein kleiner Text rein zum Rausnehmen, den man sich dann einfach selber ändern kann. Und vielleicht hier oben in der Ecke. Irgendwas muss da oben noch in die Ecke. Vielleicht mache ich daraus hier so ein kleines Schleifchen irgendwie mit einer Perle. Einer halben Perle oder sowas. Ja, da denke ich mir was aus. Da fällt mir bestimmt was ein. Gut. Ich habe das Grundensemble. Jetzt. Also das gefällt mir total gut. Es ist natürlich alles noch sehr wuselig. Aber das macht mal gar nichts. Jetzt will ich nämlich einmal die Bänder reinziehen, damit ich mir nachher bei dem Gefrickel nicht das Cover zerstöre. Das ist immer so ein bisschen. Mit der Stanze und einem Tüdelü, das ist immer so ein bisschen, ja, gröbere Arbeit. Nennen wir es mal so. Jetzt habe ich natürlich intelligenterweise eine Stanze drüben. Ich bin in einer Sekunde bei euch. Ihr hört mich auch weiterhin, da meine Stanze nicht weit weg ist von mir. Allerdings ist sie eingegraben. Schepper, eventuell kann ich auch oben in die Ecke ein Schloss packen. Ich guck mal, was ich noch für kleine, feine, bronzefarbene Teile habe. So, also
Meine Big Bite brauche ich jetzt. Was brauche ich noch? Hiervon brauche ich Bänder. Und zwar kriege ich dieses Büchlein zwei Signaturen. Mehr ist in der Breite einfach nicht drin. So, und hier bin ich jetzt mal ein bisschen großzügig. Also vier Signaturen. Ein Abstand von 6 und Binden. Ein großzügiges Angebot. Und nehme einfach mal hier augenmaßmäßig so ein Stück. Ja, schön. Braun Schmuckkordel. Sie ist dünn und stabil und sie lässt sich super knoten. Da bin ich ganz happy mit. Ich bin neulich mal gegönnt. Sind einige Meter drauf. Habe ich schon bei zwei Büchern eingesetzt und bin damit fein. So, wieder einklemmen, wegräumen. Du hast deine Säule gefüllt. Also ich habe hier vier Stück. Zwei Signaturen, jeweils oben und unten gebunden. Ich nähe die nicht ein. Also ich nähe sie manchmal schon ein, aber diesmal nähe ich sie auf keinen Fall ein. Und mache nämlich eine offene Bindung. Trinke zwischendurch mal einen Schluck Tee. Prost. Und nun kommt der Part, wo ich hoffe, dass ich euren Geschmack treffe. Jedenfalls bei denen, die mir geschrieben haben, dass sie ein bisschen mehr sehen wollen, wie ich was mache. Und zwar, wie kriege ich das hin, dass die Signaturen eine ordentliche Bindung erfahren? Und wie kriege ich das hinterher hin, dass ich die Signaturen auch wirklich an die Ordnungsstelle? Genau, an die Ordnungsstelle packe. Und zwar großes Geodreieck. Also die Dinger sind echt hilfreich. Blattpapier da drunter. So, das ist schon jetzt ein bisschen älter. Eigentlich könnte ich diesen Fetzen ja auch mal abmachen, weil das stört irgendwie beim Messen. Da hatte ich mal für eine Schulveranstaltung dran, dass ich auf jeden Fall mein Lineal wieder mitnehme. So, ich habe hier ein 30 cm Geodreieck, mega hilfreich. Man sieht in den Ecken, dass es schon so ein bisschen zerschlissen. Das benutze ich ständig. Und das hilft mir auch tatsächlich hier bei den Signaturen. Oder jetzt erstmal bei der Vorbereitung. Das heißt, ich lege jetzt mit meinem Cover fest, an welcher Stelle, ich lege es mal einfach hier an. An welcher Stelle möchte ich. Können Sie das vernünftig sehen? Ja, ich glaube schon. An welcher Stelle möchte ich meine Signaturen binden? Und im Großen und Ganzen hat man oben und unten jeweils einen halben Zentimeter auf jeden Fall Luft. Das heißt, die Signatur wird nicht bis an die Buchkanten gehen. Die Signatur wird, ich gehe mal davon aus, hier bei diesem Punkt und bei diesem Punkt des Stoffes enden. Was nichts mit den Punkten zu tun hat. So. Das heißt, ich brauche einen anständigen Abstand. Jetzt muss ich erstmal gucken. Was habe ich gesagt? Hier 11, also 2 mm vor 11 auf jeder Seite. Das heißt, ich habe hier meine Mitte. Die Mitte hat jetzt nicht so viel mit den Punkten zu tun, tatsächlich. So. Ich hatte mir hier vorhin schon mal ein bisschen was vorgezeichnet, um das mal auszuprobieren. Ich gehe jetzt von der Mitte aus nach rechts und links. Jeweils die gleiche Menge an Zentimetern. Und das Ganze zweimal. Ich möchte die Signaturen über Kreuz einbinden. Das zeige ich euch gleich. Die imaginären Signaturen, das gibt es ja noch nicht. Und nun nehme ich diesen weißen Stift und mache mir hier einfach eine Linie bei 8. Ja, auch bei 8. Und auf dieser Linie werde ich dann die Löcher für die Signaturen machen. Und ich mache mir eine Linie bei 2. Das heißt, meine Signaturen bekommen vier Löcher und werden auf diesen Linien stattfinden. So, das war Auftritt des weißen Stifts. Jetzt nehme ich meine Big Bite. Gucke mal, dass ich das kleine Loch hier habe. Oh, kommt sogar noch was raus. Und gehe jetzt darauf. Ich versuche, dieser Buchrücken ist ja. Also ihr könnt hier reingucken, ne? Da ist er nicht besonders breit und ich versuche auf dieser Linie, sagen wir mal, die Signatur nicht zu eng zueinander zu binden, weil sonst sperren sie auf. Und das heißt, ich versuche schon, wenn man sich das jetzt anguckt, im äußeren Drittel zu stanzen. Ganz außen, aber du bist mir noch zu nah. Was
sieht hinterher auch gar nicht mehr so viel, muss ich ehrlich sagen. So. Ja, mal zwei. Die, also was den Stoff angeht, da muss man später noch ein bisschen nachschneiden, weil der so fein ist, dieser Seidenstoff, dass die Big Bite sich irgendwie darüber kaputt lacht und es einfach sein lässt. Ein bisschen. Das ist schon ganz gut gelungen. Jetzt wollen wir nicht zu nah zusammen, nicht zu weit auseinander. Es ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. So wichtig ist an der Geschichte, also an der den weiteren Verlauf der Geschichte, dass die Signaturen, die momentan noch imaginär sind, genau in dem gleichen Abstand dann natürlich gestochen werden. Das Schöne an dieser Methode ist, man geht immer einfach von der Mitte aus. Die Mitte ist 0. Dann geht man 2 nach rechts, 2 nach links, 8 nach rechts, 8 nach links. Macht die Löcher da rein. Und da ist das Wurschtpiep, wie lang oder kurz die Signaturen sind. Sie sollten mindestens 17 cm in der Höhe haben, sonst funktioniert das nicht. Also von 0 aus, 8 in die Richtung, 8 in die Richtung. Hier sind wir ein bisschen nah zusammengerückt. Nicht so schlimm. Plus 1 cm, weil sonst funktioniert das nicht mit dem Einbinden. Dann ist das Loch nämlich einfach auf der Außenseite. So. Nun bereite ich das einfach so vor, dass ich die Strippen hier durchziehe und auf der anderen Seite erstmal mit einer Schleife verbinde. Das hat dann einfach den Effekt, dass das hier schon drin wohnt, dass es nicht dem rabiaten Gestanze hier mein Coverwerk versaut. Und ja. So, und jetzt seht ihr auch, was ich damit meine mit Überkreuz. Das finde ich immer sehr fein und edel, wenn man die Bindung schon sieht und diese dann einfach überkreuz läuft. Wenn man den Faden dann trifft hier. Komm schon, Schatzi, mach da rein. So, zack. Muss zwischendurch mal auf den Wecker gucken. Ja. Läuft bei uns. So, was natürlich fein ist, wenn man jetzt Mod Podge benutzt, um das Cover noch mal ein bisschen zu festigen, dann kann man hier bei den Löchern auch einen Müh-Pinsel-Tipp Mod Podge draufpacken. Dann fetzen die auch nicht weiter auf. Jetzt mache ich hier nur so locker flockig ein kleines Schleifchen. So, und ich habe jetzt zwar die Bindung über Kreuz gemacht, aber das Schleifchen mache ich mit der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, man muss nachher beim Einbinden auch darauf achten, dass man nicht das eine schon fett anzieht, während das andere noch nicht drin ist. Und das werde ich euch dann nochmal erklären, weil man sich sonst natürlich die andere Seite zusammenzieht oder rauszieht, je nachdem. So. Es fehlt mir immer noch so ein bisschen die gute Idee für meine Ecke hier. Kreativen Gedanken wandern wollen. So. Schwubbeldiwupps. Jetzt ist es so, Bindung vorbereitet. Jetzt werde ich unter dem Motto, jetzt werde ich erstmal meine Cover vorbereiten. Genau. Kleine Kunstpause der Überlegung. Ich schau mal eben, wie lange wir jetzt schon am Start sind. Okay,
Oh, wir sind schon über 30 Minuten am Start. Ich habe vorhin auf die Uhrzeit geguckt und nicht auf die Minutenangabe. Auch nicht so schlimm. Ja, ich würde mal vorschlagen, das nächste Video wird ein schnelles mit Mucke. Ich mache jetzt hier an der Stelle erstmal Cut und dann kommt das zweite Video als nächstes. Weil, also ich finde immer so Halbstunden-Videos sind fein. Also wenn ich die selber gucke, geht mir das auf jeden Fall so. Und alles, was so drüber hinausgeht, könnte schon echt anstrengend werden. Ich weiß, ich habe auch ein paar Videos, die sind schon ein Stündchen lang. Ich denke immer, so eine halbe Stunde ist fein. Oder vielleicht nur 35 Minuten. Deswegen Cover Cut und im nächsten Video kommt Cover Teil 2. Das heißt, wir machen das Cover dann außen fertig und werden dann ja, ins Innencover einsteigen. Und danach kommen dann die Signaturen. Huhuhu. Alles klar. Liebe Leute, ich habt vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Habt vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir mal einen Kommentar ab, wie ihr es fandet. War es zu langatmig? War es zu wenig Erklärung, zu viel Erklärung? Zu schnell, zu langsam, zu whatever? Bastelt was Schönes. Vielleicht habt ihr auch so coole Projekte. Da wäre ich auch sehr gespannt, ob ihr auch so ein Kram macht. So ein schönes Vintage-edles Buch. Oder vielleicht gerne mal machen wollt. Ja. Habt vielen Dank. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Bis demnächst in diesem Kino.